Ja, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Wir sind immer noch vor dem großen Cthulhu. Und diesmal machen wir ihn platt, oder? Ja, natürlich. Chaka! Also, auf geht's. Wir haben einen Plan und wir werden ihn umsetzen. Banzai! Für die Templer. Ich folge euch, ich folge euch. Ah, das. Ah, schon wieder ist mein Defensivziel umgesprungen. Das ist doch nicht so. Bei mir ist gerade eben alles einmal kurz so Stillstand. Bei mir auch. Leave. Oh ja. Willandisch. Was der mal an Heilung braucht, ey. Der ist halt ein bisschen verwöhnt. Ja, echt mal. Es geht auf keine Kuhhaut, auf der sich hier heilen lässt. Und gleich ist er schon wieder down! Oh Gott! Ah ja. Ich fühle mich so wie ein bisschen wie so ein Affe, wenn ich immer auf zwei Knöpfe drücke. Naja, das sind die Gamer von morgen. Das sind Gamer von morgen spielen heute auch schon Games mit zwei Tasten. Nein, ich meine Affen sind die Gamer von morgen. Ach so, ja. Spätestens nach Planet der Affen wissen wir, wann das läuft. Okay. Ah, da hinten. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Run, 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 run. Der Willan, der hat einen anderen. Heil, mach, Quali. Quali, heil ihn, solange es geht, solange das hält. Heilung. Wir sind noch relativ safe. Kreis den Felsen bei hin. Ah. Er hat den Felsen rechts von uns zerstört. Okay. Er kommt jetzt zu uns. Kommt er zu uns? Ich bitte zerstöre den Felsen nicht. Bitte zerstöre den Felsen nicht. Es ist ein hübscher Felsen. Du kannst den Felsen sogar Namen geben. Es ist unser Felsen. Wow. Jetzt noch links. Ich bin noch links. Es gibt viele Felsen wie diesen. Das ist unser. Kommt zu uns. Das wäre ja auch mal gut, wir haben ja beim letzten Mal irgendwie auch in jeder Phase von dem, wo der richtig Schaden ausgeteilt hat, als irgendeinen erwischt von uns, ne? Das ist links. Ah, jetzt kommt rechts ran. Dreh da wieder um. Kann er sich mal für eine Richtung entscheiden? Okay. Töten, okay. Töten, töten. Ich zieh ihn noch rechts. Keine freie Sicht aufs Ziel, das Ding ist riesig. Wie kann ich da keine freie Sicht aufs Ziel haben? Das weiß ich nicht, aber es ist wohl anscheinend so. Das halt. Ja, ich hab's in die Welt gesetzt. Das glaubt ihr sogar. Aber ich weiß auch, dass du es gut machen lässt. Müssen wir mal den Falken heilen. Jetzt wieder den Willandisch. Geht runter. Wir stehen richtig. Spawnt in der Mitte? Ja, er macht die Flutwelle. Heilen mich, solange es geht. Okay. Ah, Entschuldigung. Wenn noch links, wieder mit noch links, wenig. Ja, nehm ihn mit. Zeig ihm die Gegend. Fuck. Ich ärgere mich gerade, dass ich das eben nicht von mir ausgemacht habe, mich zu heilen, aber ich war damit wirklich beschäftigt, hinter einen Felsen zu laufen. Also es läuft gerade schon sehr schon viel Beschäftigung. Ja, kann auch vielleicht sein, dass mein Buff auch ein bisschen hilft, den ich die ganze Zeit angemacht hat am Anfang immer. Okay, Flutwelle. Hätte der Felsen. Wo ist er denn? Er hat sich einen anderen gesucht, damit er sicher ist. Ja, da kann ich ihn leider nicht heilen. Das ist ein bisschen. Und wieder. Doch, hat er ihn jetzt wieder. Okay, super.
Okay, er geht runter. Okay. Realitätsriss. Man kann es auch ein bisschen zu viel dramatisieren. Es ist ein Realitätsriss, Leute. Es geht nicht. Es ist verdammter Nebel, verdammt. Es ist Nebel. Links. Oh, er kommt. Und sag mal, riecht er uns oder? Ja, der riecht unsere Angst. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele Felsen. Wow. Immer dran denken. Wow. Entweder sein Rüssel oder seinen Schwanz. Ich weiß, das ist jetzt wie FSK, aber. Das ist eine rein biologische Anmerkung. Video auch ab 18 setzen. Das ist eine rein biologische Anmerkung. Das Video stellt er einfach auf 21 plus. Ja, man kann das nur mit Altersbeschränkung. Ja, man kann 21 plus. Aber wenn es hier um 7 minus 1 geht, dann haben wir auch die 13-Jährigen im Mut. Ja. Warum? Ich habe keine 13-Jährigen Zuschauer. Er kommt gerade auf uns zu. Go weg! Vorsicht! Er wendet! Wow! Nein, nein, hat mich! Nicht ein Heiler, nicht ein Heiler! Shit! Er lebt noch! Ich dreh ihn weg! Lebst du noch quasi? Ja, ich lebe. Oh Gott sei Dank! Frage ist, wie lange noch? Mach mal kurz Damage Stop. Okay. Das sollte wieder reichen. So, jetzt habe ich hier wieder den WLAN Dash 3 hier. Mir geht's zwar selber nicht besonders. Der Tank muss leben. Und wir haben ihn ja beinahe. Okay, kann er sich mal entscheiden? Ach, ist nur eine Flugwelle. Heilen. Ja, ich komm schon, ich bin schon. Ja, Koali nach Afrika hast du's. Ja, jetzt haben wir einen Forst. Die Verschmausser. Nein, nicht nochmal Nebel. Und Macht ihn so platt. Ja, komm. 3000 Punkte sind noch. Sieht hier wie ein Enrage aus. Jo! Läuft, Leute. Oh, verdammt! Krank. Oh, ich hab noch was. Huh. Exfiltrationspunkt gesichert. Theaterausstattung. Freu nicht. Schwarz auch. Aber einen Türling bedarf ich. Ja. Nichts mal, für mich. Nichts für mich gedroppt. Oh. Ja, ich will die ganze Tüte mit. Oh, aber dafür kriegst du eine neue Waffe. Oh, ich hab Knie gekriegt. Was nehmen wir denn da? Im Zweifel immer mit drei verwerten. Ja, aber ich kann es. Ah, doch, ich kann es mir gerade angucken. Ich dringend wird. Das sind alles nicht so geil. Wir haben einen Gott besiegt. Yes, haben wir. Wir sind gut. Okay, also Sturmgewehr ist schon mal richtig scheiße. So. Also nur noch Krallen oder Blutmagiefokus. Ich würde Blutmagiefokus nehmen. Na, dann nehmen wir den noch. Du willst doch sowieso auf Blutmagie mitgehen. Ja, mal sehen. Ich entscheide mich ja jedes Mal wieder um. So, ja super. Läuft. Was machen wir den Rest der Aufnahme? Nach London Tacos kaufen. Tacos kaufen, yay. Yeah. Da gibt es übrigens auch ein Achievement, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Muss man gerade 4473 Tacos essen oder so. Ja. Oh,
weia. Ah, jetzt kommt schon wieder der Ladebalken des Todes. Ja, cool. Finde ich gut. Den Ladebalken des Todes? Ich nicht. Nein, ich finde es gut, dass wir Cthulhu besiegt haben. Ja, ich. Den gibt es auch als Raid-Boss. Also der ist da ähnlich aufgebaut wie hier. Kann ich jetzt endlich mal wieder meine Garderobe wieder wechseln? Ah, jetzt kommt so schlimm, ist sie echt nicht. Ich finde sie richtig gut. Allein für die Klamotten würde ich mir überlegen, nochmal einen Drachenschar hochzuziehen. Oh nein, würde ich sowieso nicht tun, ich bin ehrlich. Also Kleidung, die man kriegt, wenn man die Decks voll macht mit den Drachen, die schauen cool aus. Mhm. Ja, ich von den Templer. Ja, also sollte ich das mal versuchen, ja? Wolltest du mir das damit andeuten? Naja, ich kann da eine kleine Kleidershow machen mit einem anderen Charakter. Ah, mit einem anderen Charakter. Hast du mit dem schon alle? Nee. Einige. Aber der Wu schaut ziemlich cool aus. Oh, ja. Geschmacksfrage. Ich persönlich mag den Neo-Schaman. Oder den Kriegsherrn. Die finde ich richtig gut. Also die Vorschaubilder, die man sieht im Beftrat, die sind eh scheiße. Aber dann in-game schaut es wesentlich besser aus. Okay, das könnte dann noch ein Grund sein, dass man es nimmt. Okay. Ja, was machen wir noch? Gehen wir wieder zurück nach Dingens hier, wo wir uns getroffen haben. Polizei. Aber Falken ist halt noch nicht so weit. Das ist richtig. Was machst du denn gerade an? Was hast du vorher an Quest gemacht? Im Prinzip war ich bei der Story Quest. Story Quest. Ja. Das heißt, dann laufen wir dir einfach noch ein bisschen hinterher und unterhalten uns über Outfits. Okay, Dämmerung einer endlosen Nacht bin ich jetzt bei 7 von 18. Ich muss der Spur folgen, die Beaumont zurückgelassen hat. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich zum Flughafen, genau. Ja. Und dann das westliche Gebäude, ja. Da wir jetzt nicht in der Instanz sind, heißt es Uniform aus, ne? Ja. Und du kannst sie auch anbehalten, also niemand zwingt dich, die anzuhaben. Der Einzige, der gezwungen wurde, die anzuziehen, die Uniform, war Koali. Ja. Ja, komm, sind wir mal ehrlich, es war so. Mit Waffengewalt übrigens, ja? Nein, mit der Gewalt der Community. Ja, das ist doch Waffengewalt. Jetzt sind wir jetzt wieder bei Kill Billy. Yay. Ja, dann. Okay, lauf was vor. Auf zum Flughafen, oder? Ja, aber ja, genau, wir können da hin spawnen. Ach ja, stimmt. Auch. Wunderbar. Stimmt, es läuft hier die Aufnahme. Hab ich schon wieder vergessen. Oh Gott. Ich merke schon, der Ladebalken kommt. Dieses Despawn erinnert mich irgendwie an Dawn of War. Mhm. Und zwar der letzte Teil, wenn man dann die Ork-Kampagne spielt. Ich hab ihn zum Laufen gekriegt. Ja, dann mach mal. Zumpf! Heißt das jetzt, dass das geklappt hat? Na, egal. Jetzt kann ich gleich mal nachgucken, ob ich wirklich schon alle Quests von dem Typen hier habe. Also ich habe die erste, die zweite habe ich noch nicht. Ich komme mit meinem Motorrad nicht in sein Haus. Und ich lecke euch hinterher. Also ich habe sogar noch die Rätselquest von dem offen. Ja, nicht nur du. Ja, dann Rätselquest. Ja, dann nehmen wir die Rätselquest. Die Rätselquest, cool. Gucken, ob ich hier oben das Ding ist da oben, ist der Hinweis oder wie? Nee, da ist normalerweise Wissen, glaube ich. Ja, da oben ist Wissen. Ja, das habe ich ausnahmsweise schon. Okay, dann Rätselquest. Nur Rauschen. Und Filmsequenz. Na komm schon, du Schrottteil. Wir beide haben was zu erledigen. Hab's dich gar nicht gehört. Scheiße. Meine Sinne stumpfen hier drin ab. Die Typen draußen bewegen sich alles andere als leise. Genau wie ich. Ein tote Schädelspalten hält mich in Form und bei Verstand. Ein Mann muss wenig Gesellschaft vertragen. Und das allein sein. Sagen Sie, waren Sie in der Stadt? Wieländisch? Ja. Gibt's draußen Empfang? Ach so, Scheiße. Oh, hier bin ich gerade. Sorry. Oder den LPFM-Gospel-Kanal, ganz egal. Nein, nur Rauschen. Nicht mal das Ergebnis vom Red Sox-Spiel. Wir sind weg vom Radar. Also sitze ich hier und schaukel mir die Eier.
und höre Rauschen. Wie gesagt, tot. Rauschen. Mit dem Mast verschwenden sie nur Zeit. Das kriegt man mit Klebeband unten am Drahtbügel nicht hin. Nein, machen Sie einfach nur Ihren Job. Woanders. Ja, lustig. Ich glaube, weil es ein Rätselquest ist, mache ich direkt mal wieder meinen zweiten Bildschirm an. Nee, mach's nicht. Nicht? Nee. Dann nicht. Okay, wofür wir können ja wieder reden. Wir sind ja zu viert, ne? Dann kriegen wir schon wo hin. Wo führt uns der Hinweis hin? Ja. Meine. Oder den Funkmast finden. Ja, ich meine, hier sind ja drei Gehirne versammelt, also müsste klappen. Funkmasten könnten eventuell auf dem Dach des anderen Gebäudes sein. Hm? Hast du eigentlich dasselbe Nummernschild wie ich? Ja. Das ist ja peinlich. Das ist Tarnpäuschen. Genau, wir suchen den von dem und dem Nummernschild. Da gibt es nur 3 Milliarden von. Ha, wunderbar, schon untersucht. Oh. Oder? Nee, doch nicht. Nee. Jetzt den Masten untersuchen. Ja. Serienummer. Die schreibe ich mir einfach mal auf, weil ich hier was zu aufschreiben habe. Ne? 388-1999, okay. Bei mir poppt er gerade auf, Changba. Das Paradigma verschiebt sich nach New York. Was bedeutet das? Ach so, du bist jetzt Rang 2 geworden, ne? Denn kriegst du jetzt die Quest ab, wo du nach New York musst, den Illuminaten verfolgen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich die Hauptquest so erstmal beendet habe, ne? Nein, das kriegst du zwischendurch. Nein. Das hat nichts mit der Story-Quest zu tun. Das kriegst du, wenn du reinsteigst. Das kriegst du zwischendurch, ja. Mhm. Und ich glaube, jetzt hast du oder du kriegst dann halt die Uniform für Sachen. So. Das mache ich dann, wenn wir offline sind. Ja. Wir brauchen hier Komponenten. Ja, hast du die Seriennummer? Ja, habe ich. Dann mach mal den Browser auf und geh auf www.orochi-group.com. Moment, www.orochi-group.com. Und tatsächlich gibt es das natürlich, ja, und dann in die Suche. Und da gibt es ja, war glaube ich vom Manticore, oder? Der Sendemast. Nee. Moment, ich gebe mal in die Suche die Seriennummer ein, gucken, was das da gibt. Ratata ratata ping. Request timed out. Na toll. Oben gibt es ein Menü: Home, Global Strategies, Companies. Ja. Wenn du auf die Companies-Seite gehst. Ja. Gibt es auch Manticore, ja, genau. Okay. Latest Updates. Genau. Mhm. Ja. Der In-Game Browser ist ja. Da gibt's Products. Products? Genau. Okay, ist ein Jet anscheinend, okay. Produktnummer. Ja, Produktnummer. 388-109. Search. Ich brauche noch eine Description, ne? Ah ne, Cyclone Sirius Mast. Bla bla bla. Primary Combo Brackets, Anchors, Antennas, Lightning, Assessors, Repair Materials, Household Adhesives, was auch immer das ist. Ein Klebeband. Conductors. Ja, wahrscheinlich. Panzertape! Genau. Damit macht man alles wieder richtig. Und Amplifiers. Okay, suchen wir das gleich. Also die deutsche Übersetzung der Teile ist Klebeband, Radio, also Vakuumröhre und Draht. Hier haben wir schon mal Klebeband. So, was brauchen wir? Altmetall habe ich hier. Ja, müsste auch funktionieren. Ist eine Batterie? Hm? Glaub, nee. Brauchen wir nicht, ne?
Also die, ich habe damals immer einfach alles mitgenommen, ja, was hier rumliegt. Mit den, sind ja auch. Aber da ist ein Drahtbügel. Da gibt's die Vakuumröhre. Ich nehme einfach mal alles mit, das passt schon. Man kann nie genug Getränkedosen und Benzinkanister mit sich rumschlecken. Mit einem Flammenwerfer. Neben dem Flammenwerfer, ich, ja, stimmt. Kleiner Kassettenrekorder. Was mir ist, dieses komische Bügelding fehlt mir noch. Da oben. Wo? Wo? Ah, da oben. Danke. Warte, wenn einer repariert, dann steigt ja, es geht ja bei uns allen weiter. Steht bei dir schon, dass du alle Materialien hast? Komponenten zur Reparatur des Masts besorgen, steht bei mir. Ja, das schreibt auch nicht hin, ist ja eine Global Quest. Ah, Altmetall habe ich, glaube ich, schon. So, aber das müsste aber eigentlich jetzt schon funktionieren. Klebeband, Drahtbügel und die Vakuumröhre, das... Was ist denn eine Außen Vakuumröhre? Außen war das bisher bei einem anderen. Eine Vakuumröhre ist im Prinzip wie so eine Lampe. Ach so, okay. Da hast du halt innen drin halt nur ein Vakuum. Vorläufer vom Transistor heute, oder? Ja, irgendwie so. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier schon hinkriege. Oh. Ja, die Noob-Fallen. Ups, ne. Nein! Ich komme hier nicht hoch. Malael ist gerade zum Blutmagier geworden. Das werde ich noch. Ich gehe später noch auf Blut. Also wie du gerade geblutet hast... Ey, ich komme hier echt nicht hoch. Was ist das für ein Scheiß? Ah, jetzt, okay. Follow the White Rabbit. Ihnen fehlen die erforderlichen Objekte. Die Quantumrohre. Warte, ich schau mal, ob es funktioniert, wenn ich ihn repariere. Ja, funktioniert. Okay. Den Übertragungen mal zuhören, da müssen wir wahrscheinlich... Kann man das hier? Den machen. So, kann jemand Mausezeichen? Nö. Negativ. Also wieder auf und... den Browser bemühen. Mhm. Na, du brauchst den Browser nicht bemühen. Ich habe mir damals eine App installiert fürs Smartphone und habe das dem, der App vorgespielt und habe mir das übersetzen lassen. Nicht wahr, natürlich. Oder? Und die Übersetzung lautet dann Drop Location und dann Koordinaten, wo wir jetzt hin müssen. Und aha, da habe ich mir jetzt einen Marker gesetzt. Ach so. Sehen wir auch alle den? Ja, so geht's auch. Frage ist nur, sehen wir alle den Marker? Nee, aber wir können ihm ja folgen. Ja, der Motorradfahrer, klar. Dem folgen wir. Folgt dem Motorradfahrer. Sag mal, ist das ein Zweisitzer? Nein. Leider nein. Leider nicht. Das ist eine angenehme Folgegeschwindigkeit. Das ist nämlich Sprinten, eine höhere Form. Ja, Sprinten 6. Ja, wäre das nicht so günstig? Also ich will ja nicht unken, aber ich finde es ein bisschen übertrieben, dass man das schon so früh kaufen kann. Ja. Ich war ja gerade bei meinem Let's Player dabei, hier Sprinten 2 zu kaufen und dann gab's das ja, ja gerade. Dann habe ich gedacht, so nö. Wo gibt's ja. Sprinten 2 für Ingame Gold? Ja, gibt's für Ingame Gold, ja. Bei deiner Heimatbasis. Ah, okay, gut zu wissen. Wusste ich nicht. Ich laufe immer noch mit Sprinten 1 rum. Kostet irgendwie 600.000? 600? Wie soll ich denn so viel gekommen? Ja, ganz einfach. Monster killen. Ganz fix. Ja, ich habe keine 600.000. Mal gerade gucken. Im Moment bin ich bei knapp 200.000. Ich habe 131.000. Aber ich kaufe ständig. Ich kaufe aber auch ständig Klamotten. Ja, man kann natürlich auch ein bisschen. Rare Mob. Achievement. Ja. Ich meine, wir haben Cthulhu besiegt, das ist ja doch ein Witz. Ja, wir haben ja schon vor ein paar Folgen ja schon dieses komische Mr. Freeze Achievement gekriegt. Ja? Ne? Ja. Blaue Sachen. Für mich. Nein. Ja. Auch nicht für mich. Attack Rating. Oh, doch, ist für mich, ne? Doch, ja. Für DPS halt.
Läuft. Yes. Achievement Hunter Koali. Irgendwo muss man jagen. Obwohl, ist das nicht feige? Das ist so wie die Vegetarier, ne? Gemüse läuft nicht weg. Okay, hier gibt's Soldaten. Phönixer. Interessant. Phönixer. Phönizier? Ja. Die auch. Okay. Was haben wir da nur freigelassen? Mami, bist du das? Mami, wie sieht denn deine Mutter aus, bitte? Ey, nach so einer Katastrophe weiß ich auch nicht, wie sie aussehen könnte. Oh, das ist ein Argument. Die seltsame Kiste benutzen. Es sind keine gültigen Ziele in Reichweite. Nee, die Kiste taucht gleich erst wieder auf. Das so, sollte jetzt aber für alle gezählt schon. Haben, oder? Ja. Nee, irgendwie, wenn Koali das noch stehen hat, dann noch nicht. Nee, das manchmal bleiben diese Benutzen-Dinger einfach stehen, auch wenn das Ding schon erledigt ist. Ach so, ja, hier. Okay. Ein bisschen verpackt. Wenn ich die Quest abgeben kann, dann ist es erledigt. Aber ich kann meine Waffen jetzt auf Rang 5 upgraden. Echt? Wie geht das? Du weißt du doch, diese Fähigkeiten. Ach so, ja. Du meinst, du kannst die Möglichkeit deiner Waffennutzung auf 5 erhöhen. Naja, es erhöht den Schaden sagen, der Schrotflinte, muss man dazu sagen. Ja. Zu dem Punkt möchte ich vielleicht noch sagen, es gibt zwei Balken bei den Waffen, gell? Die zählen nicht zusammen. Zählt immer nur der längere Balken. Nur wenn beide gleich lang sind? Ja. Meinst du jetzt die Bonusse oder dafür, um zu gucken, welche Stufe du von der Waffe trägst? Welche Stufe der Waffe du tragen kannst, ja. Also dann ist ja geil. Lass doch mal die Wachen für den anderen da hinten, der möchte ja auch noch Wachen ertöten. Ja, tut mir leid. Lass es mal hier raus und so. Genau, er hat irgendeinem Grund leckt kann aber nicht hier. Einer von euch, kann sich einer von euch noch da, wo ich das gerade sehe, vorhin die Waffe gewechselt. Kann sich einer von euch daran erinnern, wo auf dem Flughafen nun die mein verschissenes Quest so weitergeht? Ja. Stimmt, das haben wir ein bisschen verschlafen, gell? Ja, okay. Mach ja nichts, das kann okay, ja dann was. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Flughafen. Ja, aber ich weiß noch, wo es ist. Habe ich auch heute selber erst gemacht. Nein, nicht spawnen, laufen. Sprinten sozusagen. Motorrad damit vorbei. Ja, die Motorräder sind so imbar. Ja, nur leider ein bisschen zu günstig. Irgendwann werde ich zu Fuß neben euch herlaufen können. Also, sobald es Rennmaschinen gibt, gerne, aber. Es gibt noch andere Motorräder, ne? Bei weiteren gibt es momentan noch. Doch. Eine beim Raid und eine bei einer bestimmten Questreihe. Ah, welche Questreihe? Weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass es 3 Stück geben soll. Einer zu kaufen, einer bei einer Questreihe und einer bei der Dings halt. Also na immerhin, das hier kriegt man ja auch nach einer Questreihe. Wird wahrscheinlich ja, aber das muss es vorher gekauft haben. Ja, das Erweiterungspack. Du musst die Questreihe halt vorher kaufen, ja. Hier drin müsste es eigentlich sein, glaube ich. Hier. Oder hier. Ein weiter. Also toll. Oder schöne Poster draufkleben. Ja. Ja, genau, da hinten. Am Computer. Waffenplan untersuchen. Okay, dann haben wir dem Falcon jetzt auch verholfen zu seinem Glück. Ja, echt Sinn. Und wir gehen schwer auf die halbe Stunde zu, deswegen danke, dass ihr zugeguckt habt bei der Vernichtung von dem großen alten Cthulhu. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Koali und seine Gang. Nuben rum. Ja, bis dann, have fun, euer Koali. Tschüss.